Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Victoria 3 hier mit uns in den Niederlanden. Ja, Elektrizität ist beim letzten Mal aufgekommen, allerdings können wir das noch gar nicht so einsetzen. Da brauchen wir noch ein paar andere Geschichten vorneweg. Ich wollte mit euch aber eine Sache jetzt nochmal besprechen. Wir haben die Viehhöfe ja gerade angestoßen, aber da ging es ja nochmal um das Thema Eisenbahntickets. Hier gehen wir mal kurz rein und das wollte ich euch einmal am Beispiel hier von diesem Holzfällerlager zeigen. Denn ich hatte ja gesagt, naja, so wahnsinnig interessant ist das ja nicht, wenn wir Eisenbahntickets reinholen. Dann haben wir halt in dem Fall 25 Tickets verbraucht. Allerdings haben wir 5000 Arbeiter weniger. So, was bringt uns das? Ne? Der Preis sogar von Tickets wird in dem Fall sogar ein bisschen höher, weil wir halt sowieso zu wenig haben. Da müssen wir halt ran. Aber was diese 5000 Arbeiter angeht, ist natürlich die Produktivität ein Thema. Ja, also die Produktivität, ich kann es ja hier nochmal festmachen, wird berechnet durch Einnahmen minus Materialkosten durch die Gesamtzahl der Beschäftigten. Ja, also wenn wir natürlich 5000 weniger Arbeiter haben, wir haben aktuell hier 23.000, dann haben wir halt nur 18.000, dann haben wir natürlich auch die Produktivität gesteigert. Das ist eben Grund der große Vorteil und dementsprechend holt man natürlich auch in Anführungsstrichen noch mehr Geld raus. Aber das brauchen wir ja jetzt gerade gar nicht. Wir haben ja wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz, eine viel zu gute Bilanz. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt erstmal und wir sollten dann versuchen, nämlich Eisenbahntickets weiter auszubauen, denn das sind ja zu wenige letztendlich. Gucken hier nochmal rein. Wir haben insgesamt 374, die wir verkaufen können und ja, mehr als das Doppelte wollen wir letztendlich haben. Wir können davon jetzt natürlich nichts importieren, das geht nicht. Insofern müssen wir schauen, dass wir da irgendwie noch mehr herstellen, also die Eisenbahn noch mehr ausbauen. Hier kommt gerade die moderne Krankenpflege rein, das ist aber für Kasernen und für Einberufungszentren wichtig. Ist erstmal nicht unser Fokus. Wir aktuell arbeiten ja gerade an den Viehhöfen, damit wir mehr Tuch herstellen. Das Tuch wollten wir wieder haben, damit wir mehr Kleidung herstellen. Denn auch Kleidung ist ja ein Grundbedürfnis, oder wie nennen die das? Grundbedarfswaren. Ja, und davon haben wir auch ein paar zu wenig. Da wollten wir als nächstes investieren, damit der Lebensstandard unserer Bevölkerung, die arme Bevölkerung, sagen wir es mal so, die Unterschicht, jetzt aber es, dass dort der Lebensstandard also dementsprechend ein bisschen erhöht werden kann, indem auch alle genügend Kleider haben, so verstehe ich das zumindest. Aktuell sind es nicht genügend. Ja, und da gehen wir als nächstes also ran, das können wir auch schon mal reinmachen, dass wir die Tuchfabrik definitiv erhöhen und dann müssen wir natürlich schauen, dass wir nochmal weiterkommen im Thema Eisenbahn, wie gesagt. Wir können hier nichts mehr machen, die elektronischen Nähmaschinen würden uns nochmal ein bisschen mehr bringen, braucht aber auch Elektrizität, das hatten wir ja jetzt, das wäre sogar rein theoretisch machbar. Färbemittel, ne? Aber dann brauchen wir echt die elektrischen Nähmaschinen. Wo stecken die denn wohl drin? Ich gehe auch mal von aus, hier irgendwo. Da sehe ich sie jetzt nicht. Hat ja auch was mit Elektro zu tun, elektrische Eisenbahn. Telefone, Schichtarbeit. Da stecken sie schon. In den elektrischen Konsendatoren. 3 Jahre dauert das. Wir wollten aber, ich meine ja noch, hatten wir noch was anderes im Sinn gehabt. Ne? Ist aber definitiv nicht verkehrt, wenn wir das machen würden. Ja, ist alles nicht verkehrt. Kann alles sein. Ne? So, wir haben derzeit, bauen wir nichts, das ist schlecht. Wir wollten jetzt in die Tuchfabriken noch nochmal investieren. Das tun wir auch. Und ich wollte aber, bevor wir machen das schon wieder in Holland, ne? Wir müssen nochmal einmal, wo sind wir denn hier? In Großbritannien, da wollen wir ja gar nicht hin. Und einmal schauen, wir haben hier in Friesland eine hohe Anziehung der Migration. 788.000 Leute. Unbedeutende Arbeitslosigkeit, 48.000 Bauern. Das sind ja die in den Subsistenzgebäuden arbeiten. Ja, das mal im Vergleich hierzu, 17.000 Bauern. Da haben wir 520.000. Und hier haben wir 2,2 Millionen mit 175.000 Bauern. Ja, also hier können wir noch bedeutend die Leute aus den Höfen hinaus kriegen. Lebensstandard ist hier leidlich, hier auch leidlich. Und hier ist er noch verarmt in Friesland. Wenn wir uns die Gebäude angucken, hier wollten wir ja vor allem auch in die Obstproduktion gehen, hatte ich mal gesagt. Allerdings muss man ja auch bedenken, dass wir das gerade gar nicht so brauchen. Roggenfelder.
Genau, da hatten wir nämlich gesagt, dass wir auch die Apfelhaine machen. Das machen wir aber anscheinend jetzt eher hier. Muss ich mal kurz gucken. Na, hier machen wir auch kein Obst. Machen wir dann hier Obst? Ne, machen wir gar kein Obst mehr. Irgendwo muss es doch herkommen. Aus dem Ban Ach, guck mal, gar nicht mehr hier bei uns. Aus den Bananenplantagen kommt es und ja, aus den Reisfeldern. Also sprich komplett von unseren Kolonien. Und das haben wir genug. Also von daher ist das ja grundsätzlich erstmal der richtige Weg, das dann auch nicht einzustellen. Das war falsch. Doch, nee. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade im falschen Film sozusagen gewesen. Es geht ja um die Roggenfelder, ne? Da war ich falsch. Genau. Und die stellen alle jetzt eben Getreide her, was ja auch nötig war. Die allerdings ein bisschen weniger gut. Wieso kam ich da überhaupt drauf? Ich wollte wissen, in welchem Bundesland oder ja, in welchem Staat sozusagen wir jetzt die Tuchfabrik weiter verbessern. Ne? Da haben wir ja gerade, also die Kleidung herstellen. Da haben wir nämlich jetzt die Möglichkeit, das natürlich auch hier zu machen. Und das machen wir jetzt mal, damit wir hier auch ein bisschen Arbeitskräfte reinbekommen. Das dauert gerade mal 11 Wochen. Und was wir ja auch immer bedenken müssen, ist die Infrastruktur. Die ist hier bei 78 von 170, 52 von 170 und 202 von 225. Also in Holland selbst ist die Infrastruktur nicht mehr bestens. Da müssten wir also auch was dran tun, was wir ja durch den Hafen, den haben wir ja ausgebaut, ne, komplett. Ja, wir können jetzt nur noch den Hafen in Friesland ausbauen. Das war noch einmal möglich. Ja, und dann wird es schwierig. Im wahrsten Sinne. Was passiert hier noch? Ein Goldrausch haben wir schon wieder. In Niederländisch Guyana wurde schon mal, lasst es alles wissen, alles meins, alles meins. Das hatte ich schon mal gesagt, das sage ich nochmal. O Stadt der Fülle. Die renommiertesten Mitglieder der High Society von Holland haben luxuriöse Partys in den neuen prächtigen Stadtgebäuden organisiert. Lasst sie feiern. 10% der Oberschicht und der Mittelschicht werden Nullianer. Die Feier wird niemals enden. Muss ich doch mal auf Pause machen, das ist ein bisschen mehr zu lesen. Holland erhält luxuriöse Feiern für 9 Jahre. 3 plus 3 erwarteter Mindestlebensstandard der Oberschicht. 25% der Oberschicht wird, ja, das ist ja noch besser, finde ich. Ist zwar jetzt nichts für unsere Unterschicht, aber egal, was ich wähle, wäre nichts für die. Von daher, lasst uns das so entscheiden. Und weiter geht's. Wie kann man Geld ausgeben, frage ich mich hier. Mittlerweile ist ein fünftes Ding hier dazu gekommen. Kraftwerke ausbauen, das ist es wahrscheinlich. Ja, weiß ich gar nicht. Ich meine, klar können wir da immer nachgucken, aber irgendwie hat man ja da noch ganz eigene Ziele, ne? Um die zu erreichen. Wir sind allerdings im Rang wieder auf 9 hoch. Das ist auf jeden Fall schon mal erfreulich. Und was wir ja auch immer schon mal gucken wollen, sehe ich jetzt gerade an den Bildungsgeschichte. Da war ich ja selbst in Chile besser als hier. Das war da mal in die Bildung investieren. Können wir uns nämlich gerade leisten. 20% mehr Bildungszustand. Ah, ne, das ist die dritte Stufe, müssen wir erreichen. Das wären 30%. Und 37% Assimilierung. Was bedeutet das denn? Fremde Pops, deren Kultur in dem Land, in dem sie leben, akzeptiert wird und die nicht in ihren Heimatländern leben, können in einer Hauptkultur des Landes assimiliert werden. Das ist doch gut. Das ist doch auch gut für unsere Einwanderungsgeschichte. Dann machen wir das mal, Wechsel auf 3. Und es ist eine neue Partei gegründet, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei von den Gewerkschaftern. Das wundert mich jetzt nicht, weil die waren ja sowieso noch so alleingestellt. Oder? Ne, die sind doch in der Dings. Das waren die Grundbesitzer, die ich vorhatte. Haben wir schon wieder Wahlen? Meistens passiert sowas vor Wahlen, ja. Und deswegen, weil ja so eine Arbeiterpartei oder diese Arbeiterpartei gegründet wurde, haben mal die Liberalen nicht 100%, 89. 11% haben die aktuell. Und das sind alles Gewerkschafter. Von den Gewerkschaftern sind es wieder 88%, die dafür zustimmen. Gucken wir mal, wie die Endwahl dann aussieht. Kann ja noch was geben.
Haben wir noch was auf den Handelsmärkten? Ja, wir wollen Tabak haben. Also wir könnten Tabak, Tee und Spirituosen haben. Da pausiere ich mal ganz kurz, damit wir uns das angucken. Tabak ist zu wenig, ja. Tee ist zu wenig, ja. Spirituosen ist, glaube ich, eine grundlegende Geschichte, oder? Nee, habe ich es nur gerade da nicht gesehen. Da sind sie doch auch zu wenig. Könnten wir alle drei reinholen. Noch haben wir Schiffe. Tabak aus Großbritannien. Da werden wir sogar 45 von kriegen. Brauchen aber 33 Konvois, die uns eh so ein bisschen fehlen. Tee. Auch von den Chingen, aber das sind auch nur 10. Das ist nicht viel, aber es kostet uns wenigstens nichts. Allerdings kostet es jetzt im Vergleich. Guck mal, 10 kommen da rein. Es kommen auch 10 aus Russland, aber da brauchen wir wesentlich weniger Konvois für. Ne? Ein weiterer Handelspartner ist da nicht drin und Spirituosen könnten wir zum Beispiel aus Schweden holen. Das kostet uns nichts. Das ist schon mal ein guter Deal. Das sollten wir auf jeden Fall machen. 15. Jetzt möchte ich das aber nochmal sehen. 15 Spirituosen haben wir geholt. Damit ist es immer noch nicht viel besser, ne? Tabak 46, der Teepreis ist sehr hoch. Da sollten wir die Teegeschichte auf jeden Fall machen. Wenn wir sowieso immer nur 10 kriegen, dann sollten wir die wenigsten nehmen. Aus Portugal bzw. aus Frankreich. Kostet 15 Bürokratie. Ne, finde ich irgendwie. Wir haben zwar gerade genug Bürokratie, aber wie schnell das auch weggehen kann, ne? Ne, komm, wir machen das von den Chinesen. Auch wenn wir 17. 17 Flotten holen müssen. Ja. Gut. Dann geht wieder weiter hier. Dann wird der Markt da etwas besser führen. Die Technik dauert noch 11 Monate. Können wir denn mit jemandem hier auch noch Handelsverträge machen? Das wird uns ja nicht angezeigt. Da müssen wir jetzt alle einzeln durchgehen. Backpulver ist übrigens freigeschaltet. Das wollte ich ja vorhin separat tun. Habe ich nicht gemacht und mich für was anderes entschieden. Jetzt ist es so durch. Also das hier finde ich blöd, dass man das nicht sieht. Wer das denn machen würde. Und das macht man jetzt zum Beispiel, wenn man die Franzosen mal sieht. Die machen es vor allem nicht, weil wir minus 1000 bei denen Haltung zu uns ist feindselig. Ja, da versuchen wir ja schon die ganze Zeit dran was zu ändern. Ist aber nicht so einfach. So, jetzt kommt Goldfelder erschöpft. Die reichen Mineralvorkommen in Niederländisch-Guyana sind erschöpft. Minen werden geschlossen und die Goldsucher, die am Anfang des Fundes herbeigeströmt waren, beginnen damit auf der Suche nach dem großen Glück weiterzuziehen. Was für ein Pech. 50% weniger Migration und wir können sie nicht einfach gehen lassen. Das wären nur 20% weniger. Aber 5% der Arbeiter bei den Pops werden radikal. Ja, wie wollen wir sie denn aufhalten? Das wäre jetzt mal die Frage. Was wollen wir ihnen denn bieten? Wir gucken einfach mal in das Ländchen. Niederländisch-Guyana. Die Goldfehler machen noch richtig gutes Geld. Na, ganz raus wollte ich nicht. Die Bevölkerung, ne, der Wachstum liegt bei 0,99, also 95.000, Migration 0,86, hohe Anziehung, das wird sich jetzt ändern. Der Lebensstandard ist sogar sicher, der ist sogar besser als teilweise in unserem eigenen Land. Der Markt ist allerdings nur zu 47% zugänglich. Dafür müsste man in Infrastruktur investieren. Das kann man unter anderem hier bei den Erlassen machen. Straßenerhalt könnte man da machen. Das kostet 100 Autorität, würde aber die Infrastruktur um plus 25% verbessern. Die Frage ist, wofür tue ich das? Ich habe das immer noch nicht so ganz raus, was die Kolonien bedeuten, also sprich, was sie uns letztendlich so bringen. Da muss ich wirklich mich noch mal reinlesen oder reingucken, weil weiter wieder irgendwas tun. Oder guck mal, das kann ich hier sogar. Hier darf ich das.
Darf ich das jetzt vielleicht auch hinten? War das irgendwie vielleicht irgendein Gesetz, was mir das verboten hat? Man muss ja immer wieder mal reingucken. Ne, hier darf ich es nicht. Und das ist ein inkorporierter Staat. Mal eben kurz in Ghana gucken. Ein nicht inkorporierter Staat. Daran kann es nicht liegen, weil hier darf ich auch investieren. Und der ist auch inkorporiert. 20,2 Bürokratiekosten sind das übrigens laufend. Aber ich darf hier investieren. In alles. Vielleicht, weil ich einen Hafen habe, kann das ein Grund sein? Ich muss nochmal hier rüber gucken. Das müssen wir mal irgendwie doch irgendwie rausfindbar sein. Hier habe ich keinen Hafen. Darf ich aber auch nicht bauen. Ich keinen Bausektor habe. Dies ist keine zulässige Aktion für die Niederlande. Na, ich verstehe es nicht. Das muss ich vielleicht doch irgendwie mal rausfinden. Wollen wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Also, weswegen sind wir jetzt hier rübergegangen? Wegen dem Gold, genau. Wegen der Entscheidung, was wir jetzt hier sagen. Also ich finde jetzt, aufhalten können wir sie nicht. Was für ein Pech, ne? Also was sollen wir tun? Na, dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Wir können hier trotzdem was machen. Goldminen kann man machen. Damit kann man Gelddruck erzeugen. Zivilisierungsmission frei. Wir können in Kolonialamt einmal weiter investieren und Malaria-Vorsorge wäre gegeben. Gegeben. Ja, aber hier irgendwie zu investieren bringt nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Weiß ich nicht. Lasst mich da erstmal noch raus. Ich finde, dass der Markt nicht so gut ist. Ist natürlich nicht so schön. Wie ist denn der Markt in Niederländisch? Da ist aber 100% zum Beispiel. Da sind Aufruhen. Da aber ist immer noch die Malaria-Geschichte. Ich dachte, das wäre weg, weil wir diese Malaria-Geschichte entforscht haben. Naja, wir warten weiterhin und es ist aber jetzt gleich der Fall. In 3 Wochen ist die Tuchfabrik in Friesland fertig. Ein paar Arbeitsplätze hier für diesen Staat. Und dann gucken wir uns das Thema Eisenbahn nochmal an. Wir sind immer, immer stärker. So, stop the engine. Eisenbahn. Auf der anderen Seite haben wir ja auch in Friesland keine Eisenbahn. Kann das vielleicht auch gut sein? Ich meine, die haben hier, aber gerade hier brauchen wir ja Infrastruktur, ne? Weil Eisenbahn bringt ja Infrastruktur. Tickets und 30 Infrastruktur. Also das brauchen wir eigentlich eher hier, würde ich mal sagen. Wir brauchen Motoren, da müssen wir uns sonst kümmern. Wir bauen erstmal und dann kümmern wir uns mit um Motoren und Co. Hier haben wir, verbrennen wir freundlicherweise diesen Brief. Gustav, der schon wieder. Ein prominentes Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wird der fahrlässigen Korruption beschuldigt. Er stritt die Anschaltung energisch ab, bis die Sachen auftauchen. Hui, jetzt müssen wir mal Pause machen. Die Wahl ist passiert. 89,4% nur noch für die Liberalen, die wir alles nicht dabei waren, denn beim letzten Mal immer 100% hatte zuletzt bei uns, durch die neu gegründete Partei, die dort gerade auftritt. Achso. Das war schon zu spät oder war das vor dem Wahlen? Weil es ist jetzt weg, das, was ich hier beantworten wollte. Wurde sich selbst beantwortet. Naja, dann. Dann gucken wir einfach mal in die Politik hinein, ob wir irgendwas umstrukturieren. 52% Legitimität, das ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Und wenn wir jetzt die Industriellen hier rüberholen wollen, die wollen ja sowieso bei der Union dabei sein, dann haben wir 62. Die Landbewohner bringt nun mal gar nichts. Die Streitkräfte bringt so mal gar nichts um gar nichts. Und jetzt hätten wir 62. Kleinbürger raus sind 44, der Landbewohner. Gewerkschafter raus sind 45. Ne, das ist wahrscheinlich, bringt auch wahrscheinlich gar nichts, weil die das ja hier hauptsächlich gegründet haben. Ne?
Oh, warum haben wir das jetzt? Irgendwas stimmt nicht. Zurücksetzen einmal. Ich hatte nur die Industriellen reingesetzt und das wurde dann besser. 62. Und alle anderen bringen uns nichts. Dann bestätigen wir das mal. Und gehen weiter. Haben wir überhaupt irgendwelche Gesetze, die wir gerade machen? Nee. Das können wir uns natürlich auch mal angucken wieder. Die sind ja alle recht zufrieden. Da würde der Anleihenzinssatz weggehen. Da haben wir mehr eine Geburtenrate höher, gerade nicht so. Da würde mehr in den Investitionsfonds getragen. Wie groß ist der denn überhaupt mittlerweile? Ach, guck mal. Ah, ne, der ist gar nicht da. Weil wir den wahrscheinlich gerade komplett aufbrauchen für die Geschichten. Ne? Na, dann ist das natürlich nicht schlecht, wenn wir irgendwas für die Industriellen tun. Machen wir auf Pause. Welche Gesetze hätten die denn gern? Privatschulen. Das Gesetz Privatschulen wurde durch unsere Bildung Folgendes geben. 1% mehr Wohlstand. 20% politische Stärke für die Intellektuellen. Jetzt gar nicht so schlecht. Und die steigen auf 12. Die Intellektuellen. Aber die haben wir schon. Hä? Die Industriellen steigen doch. Ja, und ich glaube, das war... ja, natürlich die. Und die Gewerkschaft, da gehen von 14 auf 9 runter. Was wiederum bedeutet, dass wir das hier nicht mehr kriegen. Ja. Alles etwas schwierig, ne? Was würden die Landbewohner denn gut befinden? Das sind die einzigen, die im Minus sind. Migrationskontrollen. Nur Menschen derselben Kultur und Religion werden bei der Migration nicht diskriminiert. Ich bin ja nicht für Diskriminierung. Aber gehen wir mal komplett auf die Gesetze. Ich glaube, diesbezüglich haben wir gar nichts, oder? Was da dann? Da, keine Migrationskontrollen. Heißt, der darf rein, wer möchte. Das Land versucht nicht zu steuern, wer die eigenen Grenzen überschreitet. Grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte man das steuern. Geschlossene Grenzen, es ist keinerlei interne und externe Migration gestattet. Und hier wird halt kontrolliert. Das macht schon am meisten Sinn insgesamt. Was wiederum bedeutet, dass irgendwelche Menschen diskriminiert werden. Ist ein blödes Wort irgendwie, ne? Sie sind halt nicht geduldet irgendwo in dem Land. Klar, die dürfen nicht rein, weil nur Menschen derselben Kultur und Religion. Menschen derselben Kultur und Religion. Also die Religion ist protestantisch und Kultur und Hauptkultur ist niederländisch. Die Hauptkultur. Da 93% sind niederländisch von der Bevölkerung, von der Kultur her. Südstaatlich. Die südstaatliche Kultur, der untere Abschnitt ist gerade mal wichtig, wird Niederland diskriminiert. Bevölkerung Niederland 106.000, Hauptkultur in den Niederlanden nein, Migrationsziel nein, also keine. 25% weltweit, bei uns null. Weil die Aufruhr jetzt wiederum. Das ist dann bei den Arkanischen wieder etwas anders. Da werden ja schon Leute diskriminiert. Religion ist jetzt nicht unsere, klar. Wisst ihr was, man muss auch irgendwann mal neue Wege gehen. Ich würde das einfach mal machen. Ich finde das grundsätzlich richtig, dass wir Kontrollen machen und wir werden mal schauen, wie sich das ausweitet. Machen wir das da einfach mal. Wie gesagt, negativ finden es nur die Industriellen. Achso, die wollten wir eigentlich... Ach ja, da lief der Hund lang. Wir haben ja versucht, die Landbewohner mal auf plus zu kriegen. Die hätten wir dann auf plus 9. Das ist die einzige Veränderung, die uns was bringen würde diesbezüglich. Dann würde das nämlich frei. Die Holzindustrie, Landwirtschaft und Weidendurchsatz würde positiv sein.
Allerdings gehen ja auch die, da sind wir, gehen ja auch die Industriellen runter von 3 auf von 5, von 7 auf minus 3. Das heißt, das fällt weg, die Technikkosten. Ich bleib dabei, Leute. Ich mache das einfach mal. Ich finde das irgendwo richtig. Und wir versuchen es mal zu beschließen. Ist ja noch nicht durch, aber die Chancen sind mit 76% natürlich extremst hoch, ne? Muss man schon sagen. Bedenken und Einwände. Ja, da geht's schon los. Die Streitkräfte hat ihren Unmut über die Regierungsentscheidung zum Ausdruck gebracht, die eindeutig die Interessen der anderen Interessengruppe begünstigt. Wir müssen etwas unternehmen. 2% bei den Streitkräften, minus 2 bei den Industriellen. Sie müssen akzeptieren, dass wir es nicht immer allen recht machen können. Ja, Punkt. Lassen wir uns hier nichts diktieren. Definitiv nicht. Die Tickets warten wir drauf. Das sind noch 27 Wochen und die Technik ist aber auch bald soweit. Ja. Auf Militär waren wir ja noch nie drauf, ne, so richtig. Weil wir es auch nicht fördern wollen. Wir möchten keinen Krieg. So, wie viel haben wir jetzt? 437. Wir hatten, das ist ja schon mal gut. Da ist ja irgendwas besser geworden. Durch was? Weiß ich auch nicht. Weil wir wollten ja, was wollten wir, mit wem wollten wir jetzt positiv uns stimmen? Um den Handelsvertrag. Ach so, das war mit den Franzosen. Das wird ja schon die ganze Zeit versuchen. Das verbessert sich. Guck mal hier. Das war schon mal auf minus 9. Also es wird immer wieder schlechter. Aber wenn ich das einstelle, dann wird das wahrscheinlich ganz schlecht. Also von daher, das muss ich mir auch mal angucken, wem wir da am besten nochmal vertrauen. Wir machen in der Folge noch hier die Geschichte. Die Industriellen haben sich über die Existenz von Subsistenzfarmen in Gelre beschwert und fordert, dass wir hier unverzüglich eine unbestreitbare Effizienz kümmern. Wir sollten ihrem Rat folgen. Das gibt 25% Migration. Um 5% der Oberschicht werden radikal. Sie dienen einem gut unserem Zweck. Ja, tun sie ja auch. Punkt. Da wollen wir uns auch nicht reinreden lassen. Ne? So machen wir das. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich denke, beim nächsten Mal machen wir wieder weiter bei der Punkt. Ich gucke mir mal an, was wir mit dem Einfluss noch so erreichen können auf dieser Welt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal wieder am besten mit dabei. Ich wünsche euch was. Macht's gut und vor allem wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.